Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Alex und willkommen zu dem Video hier. Und heute lernen wir drei Wege, wie ihr heimlich Karten im Deck umdrehen könnt. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, Digga, warum brauche ich denn irgendwie einen Weg, wie ich eine scheiß Karte umdrehen kann? Die Antwort ist eigentlich ganz simpel. Erstens ist es ein ganz cooler Reveal und zweitens kannst du euch den Arsch retten. Zum Beispiel, wenn ihr die falsche Karte revealt, könnt ihr den Zuschauer fragen, was seine Karte wirklich war und dann erscheint die auf einmal umgedreht im Deck. Das ist nur eine der vielen Möglichkeiten, die ihr halt für die Reversals anwenden könnt. Eure Kreativität sind natürlich wieder keine Grenzen gesetzt. Und wie immer ist es natürlich besser, zu viel zu können als zu wenig. Aber bevor wir anfangen, möchte ich nochmal die Leute aus dem letzten Video grüßen, die Ich bin ein Ehrenmann kommentiert haben, denn es hatte einen versteckten Grund, der war im Video zu finden. Und das haben, glaube ich, drei Leute gemacht, deswegen nochmal Grüße an die Leute. Aber nun können wir anfangen und lernen, wie die Reversals gehen. Also der erste Reverse erinnert ein bisschen an den Gambler's Cock. Und zwar werdet ihr dabei die unterste Karte umdrehen, und zwar in dem Fall die Pik 7. Das erste, was ihr braucht, ist ein Pinky Break über der untersten Karte. Dafür geht ihr einfach da mit dem kleinen Finger nach unten und zieht einfach in der Karte runter. Nachdem ihr das habt, könnt ihr mit der rechten Hand einmal alle Karten nehmen, sie ein bisschen nach unten bewegen. So. Also jetzt habe ich die Karten einfach nur nach unten bewegt. Und in der Bewegung nach oben, so, als ob ihr die Karten einmal halt gerade macht, geht ihr über die Karte hinweg, so, dass halt alle Karten über der untersten sind und dreht das ganze Deck so oben drauf. Damit habt ihr natürlich die unterste Karte umgedreht und jetzt könnt ihr noch einmal abheben und somit habt ihr die ursprünglich unterste Karte vom Deck, die Pik 7, heimlich umgedreht. Der zweite Reverse funktioniert so, ihr werdet dabei die oberste Face-Down-Karte umdrehen und was ich damit meine ist, dass in dem Fall die Kreuz 7 umgedreht wird. Aber warum die oberste Face-Down-Karte? Denn dafür braucht ihr eine Karte oben Face-Up. Nehmen wir mal die Kreuz 10. Und das Ganze sieht dann so aus. Ihr fragt so, ja, eure Karte ist zum Beispiel nicht der Kreuzkönig. Nee. Okay. Nehmen wir noch einmal ab. Und dann, ja, in diesen Bewegungen habt ihr dabei die Kreuz 7 umgedreht vom Anfang. Und wie ihr das Ganze macht, ist sehr simpel. Also die Karte, die ihr umdrehen wollt, startet oben. Also mal wieder die Kreuz 7. Das oben. Und jetzt braucht ihr eine Face-Up-Karte oben, ganz oben auf dem Deck natürlich. Wie ihr das rechtfertigt, ist euch überlassen, also ihr könnt euch da irgendwas ausdenken, aber wir nehmen jetzt einfach mal die hier, die Karo 10. Und was ihr nun macht ist, ihr braucht einen Double Lift. Und da gibt es natürlich verschiedene Methoden. Während ich die Karo 10 draufpacke, kann ich hier die Karte rüberschieben und meinen kleinen Finger darunter schieben, dass ich hier so einen Break habe unter einer Karte. Die kommt dann darauf und dann hebe ich die von beiden Seiten so auf. Dann habe ich hier die Kreuz 7 natürlich auch drunter. Das Wichtigste ist einfach nur, dass ihr in diese Position kommt, dass ihr eine Face-Up-Karte habt und darunter halt die Karte, die ihr heimlich umdrehen wollt. Wenn ihr das Double in der Hand habt, dreht ihr einfach nur das Deck in der linken Hand um, also dass das komplette Deck Face-Up ist. Dann kommt die vermeintliche Karo 10 hier oben drauf und jetzt ist natürlich hier die Karo 7 umgedreht. Jetzt braucht ihr nur noch einmal abheben, so, und dann ist die Karo 7 umgedreht in der Mitte des Decks. Dieser Reverse ist eher weniger für die Kamera geeignet, sondern eher für ja, echte Performances. Denn dieser Reverse lebt wirklich nur von Misdirection. Und zwar, was ihr eigentlich macht, ist, ihr werdet die oberste Karte umdrehen, in dem Fall die Kreuz 7. Ihr werdet das an der Seite von eurem Körper machen, heißt, ihr werdet das so machen. Das ist eigentlich schon alles. Auf jeden Fall werdet ihr es nicht auf dieser Höhe machen, sondern ihr werdet die Hand halt ganz entspannt baumeln lassen und dieselbe Bewegung durchführen. Heißt, ihr redet mit eurem Zuschauer ganz entspannt und lasst dann irgendwann eure Hand einfach so an die Seite fallen. So. Was ihr nun macht ist, ihr werdet die oberste Karte zu eurem Körper hin einfach so mit dem Daumen rüberschieben und die dann wirklich an eurem Körper sozusagen anlehnen und dann mit Hilfe der Schwerkraft sie einfach so umdrehen. Hier nochmal die Frontperspektive, also ihr redet, Hand geht runter, ihr schiebt hier mit dem Daumen die Karte rüber, an euer Hosenbein zum Beispiel, dann lasst ihr die Karte hier umdrehen und ihr fangt sie hier sozusagen mit euren Ring- und Mittelfinger, so, und dann bewegt ihr das Deck einfach nur zu der Karte hin und schon habt ihr sie umgedreht. Was ihr von hier macht, ist natürlich euch überlassen, aber nochmal so eine Anregung, wenn ihr zum Beispiel eine Ambitious Card Routine macht und das die Karte ist, die immer nach oben springt, dann könnt ihr die halt zeigen, währenddessen dreht ihr sie hier um. Und dann geht ihr mit dem Deck so, also so von der Orientierung her, dass man hier die umgedrehte Karte nicht sieht.
packe die Karo 6 hier unten hin. So. Und nun könnt ihr halt einen ganz normalen Double Lift machen. Die umdrehen. Ins Deck packen, dann irgendwie schnipsen oder so, was auch immer ihr macht, und die Karo 6 bleibt dann immer nach oben. Heißt nochmal, ihr zeigt die Karo 6 bei der Ambitious Card, dreht hier die Karte heimlich um, kommt hier mit dem Deck so hin, sammelt sie so ein, macht von hier einfach nur einen Double Lift, packt sie ins Deck und die Karo 6 ist immerhin weiter oben. So Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr hat das Video gefallen und ihr könnt mit dem Reverse jetzt was anfangen. Sonst schreibt doch gerne einen Kommentar, lasst ein Feedback da und dann sehen wir uns am Mittwoch beim nächsten Video. Bis dann!